Einen wunderschönen zusammen. Herzlich willkommen zur zweiten Folge. Hier am Montag aufgenommen, am Freitag. Ja, was gibt's zu sagen? Ich hole euch kurz ab. Wir testen hier den Düngerstreuer vom Landbauern. Beziehungsweise den Streuer vom Landbauern. Wir müssen hier noch Precision Farming machen, sehe ich gerade. Wie ich finde, ein sehr schönes Teil. Allerdings muss man sich erstmal dran gewöhnen mit der... Ist ein bisschen schwierig, muss ich sagen. So, also Abfahrt. Ja, aber das finde ich gut. Finde ich gut. Man muss sich halt so ein bisschen dran gewöhnen an das Ganze. Aber dann kriegt man wenigstens unseren Mist weg. Ah, ich glaube, das wird so nix. So. Ah, also für den Düngerstreuer, also ich werde das nächste Mal, werde ich auch keine Zäune außenrum machen bei der nächsten Parzelle. Wir haben uns übrigens, das können wir übrigens, wenn wir hier fertig sind, auch nochmal kurz durchsprechen. Wir haben uns ja schon eine Parzelle haben wir uns ja angeguckt, die würde ich eigentlich doch ganz gern nutzen, muss ich sagen. Verzeihung, Entschuldigung, der kam unerwartet. Oh Gott, es ist schon spät. Kinder. Aber ich möchte es noch fertig kriegen. Weil, wie gesagt, ist ein Versuch. Ich würde ganz gerne in Vorproduktion gehen, einfach nicht, weil ich jetzt so übermäßig viel um die Ohren habe, sondern ich möchte es einfach ganz gerne mal versuchen, für mich auch. Weil das ist ja das Schöne bei YouTube, man kann es ja einstellen. Wobei ich sagen muss, oh, also da jetzt aktuell ist es ein bisschen eichdunkel im Video, muss ich sagen. Aber schreibt gerne mal rein, wie ihr davon, was ihr davon haltet. Ob ich da noch ein bisschen was an der Farbtemperatur schrauben soll. Eieieiei. So war das jetzt aber nicht gedacht. Der ist auch nicht so wendig wie der andere, ne? Den wir im, in meinem Testspielstand haben. Finde ich. Ist ein schöner Schlepper. Gut, die Farbe gefällt mir jetzt nicht so. Muss ich ganz ehrlich auch dazu sagen. Das Rot fühle ich einfach nicht so.
um es genau zu nehmen, ich hasse Rot. Also, wenn ich selber anziehen muss, ne, muss man auch dazu sagen. Aber ich mag es einfach nicht. Ich mag einfach keine roten Farben. Gut, jetzt kann jeder sagen, ne, du hast einen Case, du hast einen Fiat. Ja, stimmt, ist richtig. Aber da geht es mir eigentlich mehr um den Schlepper und nicht um die Farbe. So, wo sind wir da jetzt noch nicht? Da drüben sind wir durch. Da sind wir durch, hier sind wir durch, da sind wir durch. Jetzt geht's hier weiter. So, das läuft doch wunderbar. Allerdings mit 16 km/h Mist ballern, weiß ich nicht. Hoppla. So. Da reicht auch sogar eine Fuhre für den ganzen Weinberg. So, dann fahren wir jetzt nochmal außen rum. Bevor ich mir da einen wegkurbel. Ach ja, und noch was. Also, für die Leute, die es bis jetzt noch nicht mitbekommen haben. Also, kurze Aufmerksamkeit bitte. Also, ich habe mir das jetzt folgendermaßen überlegt. Von Montag bis Freitag kommt DLS. Welche Projekte da jetzt kommen? Also aktuell kommt natürlich ausschließlich die Stappenbach. Wenn dann die eine Karte endlich mal draußen ist, Ende des Monats vielleicht, weil die soll in dem Quartal noch rauskommen, dann natürlich auch die. Und dann wird eine Folge Stappenbach, eine Folge von der Karte kommen. Und dann, genau, das von Montag bis Freitag. Montag, Dienstag, Donnerstag kommen jeweils zwei Folgen. Mittwoch und Freitag, ne, zum Bergfest und zum Wochenende hin, werden dann drei Folgen kommen. So hab's ich mir jetzt gedacht. Das funktioniert auch ganz gut, das kriege ich ganz gut gestemmt. Das ist völlig in Ordnung und von daher passt das. Am Wochenende wird, wenn da noch Interesse besteht, Skull and Bones kommen. Wenn nicht, wird auch DLS kommen, natürlich. Und ich habe euch gefragt auf meinem Community-Tab, ob ich ein Retro-Projekt machen soll im Sinne von Command & Conquer. Wenn ihr dazu Bock habt, wenn ihr das sehen wollt, dürft ihr mir es auch natürlich gern unten in die Kommentare schreiben, weil ich da eigentlich schon mega Bock drauf hätte, weil das habe ich jetzt so freizeitmäßig wieder ein bisschen angefangen zu zocken. Und ich muss sagen, Es suchtet brutal, es macht einfach Spaß. Ich bin da, habe jetzt gerade eine Karte auf Gold hochgespielt. War ein Kampf, muss man echt sagen. Aber ich habe es hingekriegt und jetzt bin ich gerade dabei, den letzten Step zu machen, also quasi das letzte Ding noch rauszukitzeln, die letzte Schwierigkeitsstufe. Bin mal gespannt, ob es da auch noch ein Abzeichen dafür gibt, weil eigentlich schon. Weil ich weiß nur Bronze, Silber, Gold und keine Ahnung, ob es für das andere auch was gibt. Aber das muss man gucken. Wie gesagt, könnt ihr mir gerne unten in die Kommentare schreiben, ob ihr da Bock drauf habt. Ob ihr das sehen wollt, ob ihr das gucken wollt. Schreibt es mir gerne rein. Ist überhaupt kein Thema. Ja, genau. So. Dann.
Dann lassen wir den hier stehen. So, okay. Precision Farming wollten wir machen. Ja. Das machen wir mit dem. Oder nee, den stellen wir mal zum. Den stellen wir mal zum Händler. Und dann nehme ich den IRC und fahre da schnell hoch. Ja, läuft auch die ganze Nummer. Also ich bin echt begeistert, muss ich echt sagen, dass doch so viele Leute die Videos anklicken. Hätte ich nicht gedacht, muss ich auch dazu sagen, hätte ich wirklich nicht gedacht. Aber es freut mich, weil die Stadtbach ist halt... Ja. Okay. Sehr schön. Die Stappenbach ist halt einfach Kult. So, den fahren wir jetzt mal zum Händler. Stellen wir dich immer dahin. Ich weiß noch gar nicht, wo ich dich hinstellen soll, ne? Der hat aber auch einen komischen Sound, ne? Hört sich an wie ein Rasenmäher. Also für ein Fiat... Also... Wir können sie mal... spaßeshalber mal vergleichen. Und zwar... Also das ist der aus dem Premium Expansion Pack. Ja, ich weiß. Ist ein bisschen viel. Weiß gar nicht, ist es der jetzt? Ja, ich glaube, das ist der. So, okay. So, wir haben das noch im Ohr. Also er hört sich schon mal vom Anlassen her schon ganz anders an. Dann die Geräusche sind schon komplett anders. Also dürfte eigentlich klar sein, was wir jetzt genau, was wir jetzt machen, ne? Weg damit. Schmutz. Hat aber auch ein wenig einen eichenweiten Radstand, oder? Kommt mir das nur so vor.
So, dann fahren wir dich auch mal. Ah ja, okay. Das muss einem halt auch erstmal erklärt werden, ne? Ja, so ist er gut. Der Kleine fährt halt nur 35, ne? Aber dafür ist er halt geil. Kann man halt sagen, was man will. Und ganz ehrlich, auf der Stappenbach, wir haben Zeit, Leute. Also jetzt mal ganz ehrlich. Es muss nicht immer alles gleich und sofort passieren und ja. Eine Sache habe ich aber noch. Jetzt wollen wir mal sehen, ob wir da reinkommen. Oder ob ich das noch weitermachen muss. Vor allem durch diesen Hubbel. Aha. Hier drüben auf der Wiese, die habe ich allerdings noch nicht gekauft. Werdet ihr dann am Dienstag sehen, was es da gibt. Und das ist dann so ziemlich die letzte Neuerung von mir, beziehungsweise was es gibt. Ich Idiot. Dieser Idiot. Also ich reg mich jetzt nicht gerade auf, aber... So, jetzt schauen wir mal, ob wir da reinkommen oder ob wir da einen kleineren brauchen. Das wird doch nichts. Wir testen es mal ganz kurz. Also ich sag, das wird nichts. So, und jetzt... Jetzt bin ich verwirrt.
was Gebläse. Ja. Ist irgendwie wegen doof. Weiß auch nicht. Mit dem normalen Ladewagen kommst du da halt nicht rein, ne? Ich weiß auch gar nicht, hä? Ja gut, wenn es so ist, dann ist es so, ne? Also kann man mal gucken, ob der angeht da oben, wenn wir die Lüftung anmachen. Tatsache, der dreht sich. Naja, also wir schauen jetzt mal und... Ja, mein Gott, wenn es so ist, dann ist es so. Ja, wie gesagt... Kann man eigentlich auch gleich machen, ne? Wenn ich es eh schon hab. Ja. Gut. Dann schauen wir mal. Also wie gesagt, da muss ich noch ein bisschen Hand anlegen an das Ganze. Dann hier den Zaun. Weil der abgesackt ist. Und hier drüben, wie gesagt, kommt dann noch eine Sache hin. Und dann sind wir soweit durch. Mehr möchte ich nicht auf der Karte haben, weil es dann mir persönlich auch den Spielspaß nimmt. Weil es dann nur noch Hektik und Rumgefahre und Stress ist. Und so ist, denke ich, die ganze Geschichte eine gerade Nummer. Das Einzige, was wir jetzt machen... Ja, das Einzige, was wir jetzt noch machen, ist zum Schluss... Fahren wir zum Weinberg. Fahren wir zu dem potenziellen neuen Weinberg. Schauen wir uns noch kurz an, rufen das noch mal kurz ins Gedächtnis, lassen das noch mal kurz Revue passieren und dann war es das auch für heute. Beziehungsweise für den Freitag, für den Montag dann. Entschuldigung. Da musste ich jetzt mal kurz was trinken. So. Ist übrigens hier unser Lastenpferd. Ja, wir haben ja hier unten haben wir ja die Holzproduktion. Die Massebaumplantage. So schön heißt. So, und hier... Oh, da liegt ja noch...
Ui, da liegt ja noch Gras. Naja, das haben wir ja gesagt, das machen wir, glaube ich, dann beim nächsten Mal. Und hier möchte ich ja gern den anderen Weinberg hinmachen. Ich meine, das Blöde ist halt, ich mache mal kurz hier Schnelllaufen an. So, das Blöde ist halt, man hat halt hier auch so einen Zipfel. Da kann man sich ja überlegen, also hier auf jeden Fall hier hoch, ne? Bis hier hin, bis hier oben hin im Prinzip. Und dann sind es echt schon lange Zeilen und dann sollte man auch ordentlich was bei rumkommen. Sollte auch ordentlich was bei rumkommen, bei dem Ganzen. Und das andere da oben kann ich ja abgrenzen. Kann ich ja hier abgrenzen, ne, mit einer Pfluchnarbe oder irgendwie sowas. Und dann haben wir hier unser Grasfeld, was wir per Hand machen können. Ja, genau. Ne, passt. Finde ich gut. Also mir wird's gefallen. Könnt ihr gerne mal in die Kommentare schreiben, was ihr davon haltet. Und dann kommen wir da... Was ist denn das da oben? Dann kommen wir da sicherlich zusammen. In diesem Sinne wünsche ich euch noch ein, jetzt sage ich es offiziell, noch ein schönes Wochenende. Gehabt euch wohl. Man sieht sich dann spätestens, beziehungsweise hört sich dann spätestens am Dienstag wieder. Macht es gut, der Hübi ist raus. Und vergesst nicht reinzuschreiben, wie ihr die Farbqualität haltet mit dem neuen Filter. Ob ich da was dran ändern soll oder nicht, schreibt es mir gerne unten in die Kommentare. Lese ich mir auf jeden Fall alles durch. Ich meine, so viel ist es ja momentan nicht. Aber macht das, weil so kann ich besser werden. So kann ich auf euch reagieren. Und ich möchte ja, dass ihr schöne Videos habt. Und wie gesagt, mir persönlich gefällt es, wenn ihr sagt, mach mal ein bisschen heller die ganze Geschichte. Ist vielleicht ein bisschen dunkel. Weil man darf auch nicht vergessen, Relight, März, fast 18 Uhr. Es geht jetzt auf die Nacht zu, es wird dunkler. Ne? Denkt immer daran, ne? Also, macht es gut, der Hübi ist raus. In diesem Sinne, schönes Wochenende. Ciao, ciao.